Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fallout 4 Modern Survival auf Kogate Gaming. Wir sind in einem Radsturm. Wie könnte das anders sein? Und wir sind in Tempins Bluff unterwegs. Und zwar werden wir heute, in der heutigen Episode, wieder ein bisschen an den Siedlungen weiterbauen. Wir haben letztens mal Red Rocket weitergebaut. Heute ist mal endlich Tempins Bluff dran. Die haben ja entsprechend lange vernachlässigt. Und uhuhu. Ja, das ist ein schönes Wetter. Ich weiß nicht, wie ich das immer mache. Okay, Leute. Ich habe euch ein bisschen was vorbereitet. Wir haben schon vor einiger Zeit hier ein bisschen was ausgebaut. Also hier ein kleines Hütte, eine kleine Hütte hergestellt zur ursprünglichen Hütte dazu. Da drüben eine kleine Verteidigungsposten hingebaut. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Hier eine Veranda installiert quasi, also sozusagen, wo sich quasi im Freien aufhalten kann, wenn einmal nicht irgendwo ein Radsturm tobt. Das heißt, wir können entsprechend hier dann diese Veranda schön herrichten. Dann haben wir gedacht, wir werden dieses Konzept quasi fortführen, weil wir haben hier ein bisschen das Problem mit diesem extrem hohen Grasen, diesem ganzen Gebüsch, dass wir bauen hier generell alle Gebäude erhöht. Macht auch irgendwo Sinn und das passt auch zu diesem Look and Feel von Tempins Bluff. Also wenn man das als Ausgangspunkt, diese Hütte da nimmt als Ausgangspunkt, dann passt das eigentlich vom Look and Feel so richtig dazu. Das heißt, es wird also sehr eine einfache Konstruktion, sehr primitiv, wirklich das Einfachste, was wir haben. Gerade mal, vielleicht hat es ja irgendwann mal Strom bekommen, aber ist das grell. Ja, das heißt, ich würde sagen, wir fangen da gleich mal weiter an. Dementsprechend hier das nächste Fundament schon vorbereitet. Und schauen wir mal, was wir da für coole Elemente haben. Und zwar, das sind die Standard-Elemente, aber schauen wir noch mal rein in den diversen Mods. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welcher das war überhaupt. Mal schauen wir mal, snap ein Bild, was der anbietet. Da diese Glashaus-Elemente, ja, die waren auch spannend, aber die brauchen wir jetzt nicht. Nein, das war was anderes. Ich meine natürlich, entweder G2M oder Homemaker IR, bin mir nicht sicher. Ja, das könnte sein. Und zwar suchen wir da mal nach einem... Ja, das wäre auch cool. Und damit arbeiten wir später. Also das sind die hohen Mauern. Ah, ich kann mich erinnern. Also spezielle hohe Wandelemente. Wir könnten mal so eine Tür nehmen. Wo snappst du denn da? Da sollst du snappen. Ah, hat diese Foundation wieder... Doch, sie hat Snap Points, aber... Okay, Moment. Weg mit dieser Treppe. Machen wir es mal so. Und jetzt das da dran. Na also. Die Idee ist, dass wir quasi diese Häuser miteinander verbinden. Und so eine Art... What's that noise? What just happened? Ich habe keine Ahnung. Was geht ab? Supermutanten greifen an! Nein! Ja, zieh ich ja wieder selber. Mehr? Nein. Ich dachte schon, da kommt jetzt ein ganzes Rudel den Hügel hoch. Jetzt wisst ihr auch, warum wir hier aufbauen. Keine 2 Sekunden Ruhe. Und ja, wir sehen nicht mal diesen extrem großen Supermutanten in diesem Gras, weil das so dicht ist. Okay, okay, okay. Das muss mal kurz sein. Wo haben wir denn erledigt? Ah, okay, der liegt ja wirklich gefinkelt. Okay. Jetzt mal, was das für einen Unterschied ausmacht. Hoppla. Okay.
Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Richtig, wir wollten da die Siedlung ausbauen. Genau deswegen habe ich auch den Typen mit dem Power Armor daher geschickt. Der ist übrigens schon angekommen, den muss man auch noch irgendwo zuteilen, aber eins nach dem anderen. Ich suche eigentlich. Ja, wir könnten auch noch mit der Tür arbeiten. Aber eigentlich habe ich was anderes gesucht. Vielleicht nicht den G2M, sondern. Na doch, G2M. Ja, genau, den meine ich. Den Mod meine ich. So. Gibt es nämlich diese coolen Fenster. Ja, so ein großes Fenster zum Beispiel, ne? Könnte man machen. Oder so mal eins. Ja, ein bisschen mit Vorhang. Unterteilt. Wir hatten da auch eines mit Gitter. Ja, genau das hatten wir. Haben wir da vielleicht so zwei vergitterte Fenster her. Genau an der Workshop-Grenze. Und dann schauen wir. Ah, ich glaube, der hat doch diese Eckpfosten. Hat der diese Eckpfosten? Ah, Moment. Bild mir ein, der hat. Ja, hat er. Oder? Oder nicht? Oh! Stimmt. Na, aber hallo. Okay, das sind wieder mal. Ho, okay, da können wir kreativ werden, Leute. Das habe ich gemeint, ja, die hat er. Diese Eckteile. Schaut mal, der hat da so Ecken gemacht, die da snappen da an. Yes! Wie kann man diese Lücken stopfen? Das ist super. Und dann müssen wir die aber auch da verbauen. Da brauchen wir anderes Türelement. Ja, ich weiß. Wir könnten so einen Überhang bauen. Ja, wird cool ausschauen. Nur gibt es da eine andere Variante? Eventuell sowas da dran. Und dann müssten wir aber die Seiten hier zumachen. Müssen wir schauen, ob dieser Mod-Auto da auch dafür die Teile mitgeliefert hat. Ansonsten haben wir die woanders, das weiß ich. Ich meine, wir könnten das auch überhaupt ecken. Ja, da müssen wir aber generell weiter vorrücken, das ist das Problem. Ja. Tiefer will ich es nicht machen. Soll nicht zu groß werden. Okay, schauen wir mal. Filler-Elemente. Sowas da? Ja, könnte passen. Vielleicht ein bisschen was Schöneres. Das ist aber nicht abgeschrägt, gell? Passen die da vorne dran? Nicht wirklich, gell? Okay, dann machen wir das anders. Dann machen wir das so, mit so einem Element. Das schaut besser aus, denke ich. Wenn wir dem Stil bleiben. Wir könnten das so machen. Eigentlich ein geschlossenes Element. Okay, mal ganz raus. Ja. Na, das sind die flachen. Das ist zu lang, gell? Ja, das ist zu groß. So was, okay. Dann haben wir das nicht gerade eben. Ich meine was anderes. Wo sind denn diese anderen Elemente? Die hier. Ja, Outer Caps heißen die. Ah, ja, richtig. So, die brauchen wir. Die passen hier, ja genau. Okay, ja dann können wir. Boah, das schaut löchrig aus. Nehmen wir das hier. Jawohl!
Jetzt haben wir den Look. Mhm. Gut, dann brauchen wir nur noch eine Mauer hier. Können wir ruhig dieselbe nehmen, das ist nicht so schlimm. Und ja, das wird ein kleiner Snapping-Albtraum. Moment, ich weiß was. Ich glaube, das Geländer, die Reling, die ich da schon montiert habe, stört ihn. Oder es ist der... Aha, es kann auch sein, dass es das ihm stört, die Shack Bridge. Modpos Z, senkt man die einfach mal ab um 20. Ich gehe jede Wette ein, dass es jetzt geht. Okay, ich glaube, die Wette werde ich verlieren. Felix, wo klippst du? Was stört dich da? Hat er keinen vernünftigen Snap-Point da vielleicht? Kann das sein? Gucken wir mal das Element. Doch. Doch, da ist ein Snap-Point. Ha, huh, okay. Tun wir mal das weg. Senkt das noch weiter ab. Ich hoffe, ich krieg's wieder aus dem Boden raus. Ja, noch geht's. Ah, come on. Okay, nehmen wir mal das weg. Vielleicht stören dieses Element. Das kann sein, dass die nicht alle miteinander kompatibel sind. Okay, das auch noch weg. Das ist eine Zicke. Das ist eine ganz üble Zicke. Und mal ein anderes Element. Okay, stört dich. Ja, vielleicht die auch noch weg. Ach Gott. Und die haben ja den halben Bau schon zerlegen, den wir da gemacht haben. Du willst da einfach nicht und nicht und nicht snappen. Ich weiß nicht, warum er da nicht will. Okay, möchtest du hier snappen? Ist das für dich ein Problem? Nein. Wisst ihr was, dann müssen wir uns irgendwo ein anderes Element, glaube ich, irgendwo holen. Diese Vanille-Elemente haben da echt einen... Vielleicht nicht immer die richtigen Snap-Points. Halt das immer falsch. Okay, GTM, wir verlassen uns auf dich. Autocap. So, nein, ich will kein Fenster. Oh, der hat nur solche Elemente, ja, ich sehe es. Naja, wir könnten es so machen. Ja, dann haben sie halt eine anständige Mauer. Können wir uns dann noch lange spielen, weil die Elemente snappen sofort. Haben wir gesehen, kein Problem. Und manch andere... Okay, die können wir mal zerlegen. Das Teil werden wir mal einlagern, das werden wir vielleicht noch brauchen. Und mal alles wieder herstellen, was ich ja schon mühevoll in Kleinstarbeit vorbereitet habe. Also schon ein bisschen getüftelt habe, wie wir diese Veranda etc. machen. Das wird quasi wie ein Venedig im Trockenen quasi, so von der Idee her. Ne? Und da quasi mit diesen ganzen Rampen arbeiten und Holzkonstruktionen. Wir müssen natürlich schauen, dass die NPCs da einen vernünftigen Zugang haben. Okay, jetzt haben wir ein Problem, sind wir da. Ja, ich weiß schon, was wir machen. Machen wir mal die Tür. Weil die Tür passt das auch nicht, richtig. Dann nehmen wir wenigstens von ihm die Tür, dann haben wir das komplett von ihm. Wir könnten das nehmen oder das. Nein, was Gammeligeres. Ja, das gefällt mir, das ist gammelig genug. Sehr schön, jawohl, das hat das richtige, das hat den richtigen Look and Feel. Und du hast ja auch Wooden Stairs.
Ja, sowas da, aber... Na, dann machen wir das mit Vanilla. Moment. Machen wir das anders. Der ladet dann zum Teil nicht mehr, mehr die Icons, aber ich glaube, das ist ein bisschen... Ja, wir haben ein bisschen ein Overkill, ja. Was Building Mods anlangt. Installiert, dementsprechend haben wir da gelegentlich manchmal, denke ich, ein bisschen Ladeproblem. Aber wir crashen nicht. Wir crashen nicht. So, und ja. Das snappt da aber nicht da. Wahrscheinlich, weil das ein bisschen zu weit vorspringt. Richtig, jetzt ist es dieses Teil da, das springt da richtig weit vor. Nehmen wir das mal weg. Jawohl, jetzt kommen wir das da und jetzt kommen wir mal die Tür auch noch drauf, richtig? Ja, haben wir sie so herum, ne? Genau, jetzt haben wir diese Checkbridge, die quasi hier weiter vorne anfängt. Brauchen wir überhaupt noch eine Rampe? Ich meine, ja, wir können sie mal da lassen. Wir brauchen sie jetzt streng. Vielleicht ist es quasi der Gehsteig, ne? Und der mündet dann quasi in dieses Gebäude. Das hat dann quasi eine schöne Plattform. Und dann haben wir das richtig schön verbunden. Und das ist auch für die NPCs gut nutzbar. Das Pathfinding von den NPCs sollte da kein Problem haben. Ja, das passt schon. Okay, super. Jetzt brauchen wir noch diese Eckteile, die ich da schon montiert habe. Das ist GTM. Machen wir die auch gleich. Hier. Ja, genau, diese Eckteile. Das müsste ich für meinen Mod auch machen, für den Cindercraft Mod. Das bräuchte ich, genau diese Elemente bräuchte ich auch. Dann bräuchte ich diese langen Elemente machen. Das wurde mir vor eineinhalb Jahren schon vorgeschlagen, dass ich das machen soll. Naja, besser spät als nie, oder? Besser spät als nie. So, nein, anders snappen. Das ist eine Herausforderung, weil wir sind jetzt nämlich genau an der Baugrenze, seht ihr das? Das Haus steht schon quasi ein bisschen... Oh, Scheiße, ich darf nicht platzieren, ja. Okay. Moment, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir machen es von drinnen. Und das kurz weg. Ja, genau. Ja, okay. Jawohl. Gut, dann brauchen wir noch ein Dach. Wood. Roof. Nein, eigentlich könnte man sowas da machen, ja. Andersrum? Nein, nein, nein. So? Okay, ich sehe schon, da werden wir wieder ein bisschen tricksen müssen, dass wir das richtig platzieren können. Und zwar Treppen. Und da rauf schauen, dass ich das richtig platzieren kann. Schwuppdiwupp. Ja, so rum. Schließt das auch ab. Ja, ups. Schwer zu sagen, aber. Halt, falsches Teil. Wenn man jetzt irgendwo einen richtigen Snap-Point hat. Wie schaut das von unten aus? Tadellos. Tadellos. Okay. Geschafft. So, das lagern wir vielleicht auch noch wieder ein. Ja, damit haben wir ein neues Haus dazu gebaut. Die Rampe können wir jetzt, Moment, die können wir, also den Zugang, die Stiege, die setzen wir, die können wir ruhig da setzen. Haben wir quasi drei Zugänge, so ein bisschen der Overkill, aber wir werden das ja weiter ausbauen. Brauchen wir da eine Stiege? Ah, ich glaube nicht. Das ist ebenerdig. Ja, wohl ist eine kleine Kante da. Ansonsten können wir noch eine Holzplatte da drauflegen, dass es quasi nicht so abrupt ist, der Übergang.
Ja, aber von der Idee her, wenn wir das quasi weiter ausbauen, ne? Wir können ja quasi dann hier diesen Ort immer weiter vergrößern und quasi diese Schuppen aneinander rein. So, ja, weiße Tür klingt gut. Schaut gut aus. Passt zum Look and Feel. Ja. So, und damit haben wir quasi die Wohnkapazität wieder erweitert. Wir haben jetzt 4 Betten. Also da haben wir 2 drinnen, haben wir da nochmal 2 drin, da drüben haben wir 2, dann haben wir 6. Das sollte mal reichen. Ja, dass die Orte jetzt nicht zwingend überskalieren, aber ja, schön mit der Zeit. Einfach ausbauen. Worauf wir Lust und Laune haben. Ne? Also das würde ich das sehen. So. Okay, schön auseinander, dass die NPCs auch wirklich daher können. Aber das mit dem Pathfinding haben wir schon mal angesprochen. Das ist generell ein Problem, auch in Vanilla. Das hat nichts mit den Mods zu tun. Das ist immer ein mittleres Drama, was die aufführen. So, da haben wir auch ein paar NPCs hergeschickt. Da haben wir schon so 4 Leute hier. Okay, du kannst da mal das Bett verwenden. Und da haben wir auch einen Typen mit Power Armor. Der steht da ganz cool in der Gegend rum. Ist auch ein Mod. Dass der entsprechende NPC immer den Power Armor verwendet, den wir ihm zugeteilt haben. Die Idee dahinter ist, wir haben ja hier eine äußerst feindselige Umgebung. Mit der Supermutant war jetzt der beste Beweis. Und dementsprechend haben wir hier das Ganze ein bisschen aufgerüstet militärisch. Ne? Na gut, Infrastruktur ist einmal da, die Betten sind drinnen, das heißt, wir werden uns auch ein bisschen schön einrichten. Also, hier haben wir nicht viel Platz erinnern, nein, aber das braucht auch nicht. Das ist wie gesagt eine, ja, eine Frontier, ne? Also Outback wäre vielleicht der falsche Ausdruck, aber es ist halt wirklich Grenzlande, ne? Entsprechend ist das hier nicht sehr sicher, nicht sehr ausgebaut, ist alles sehr spartanisch. Vielleicht mal deinen Dresser herbringen, ja. Auch vielleicht so her. Der gefällt mir vom Look. So richtig schön angegammelt. Gerade so passt er noch rein. Können wir noch ein bisschen nach hinten Mod pausen? Und ja, ich muss diesen Mod mal installieren, diesen Place Everywhere, weil der geht einfach nicht so weit an die Wand, wie er eigentlich kann. Ja, der kann ruhig so stehen, genau. Der klippt ja nicht einmal ansatzweise durch. Steht ein bisschen schief jetzt, ne? Okay. Okay. Das ist schwer zu sehen. Die Wand ist natürlich auch nicht gerade im Lot, ja. Also insofern, jetzt klippt er minimal, aber okay. Halt. Andere Richtung, so stelle ich her. Ja, genau. Na also. Ja, na passt wunderbar. Jetzt haben wir genug Platz zum Reinkommen. Wir haben das Teil da stehen. Schaut schon mal ein bisschen besser aus. Dann werden wir noch ein bisschen was für die Deko machen. Wobei Bilder können wir hier drinnen nicht wirklich aufhängen. Das tun wir sich schwer. Ja, das tun wir sich wirklich schwer mit der Deko hier. Do it yourself. Rette uns, do it yourself. Hast du da irgendwie ein cooles Kastel vielleicht, wo wir herstellen könnten? Ja, sowas da. Ah, das klippt da böse, ja. Weil dieser so dreidimensional ist, gell? Okay, wisst ihr was, dann stellen wir das ins andere Haus. Das ist eher noch sehr, sehr, sehr spartanisch eingerichtet. Können wir auch ein bisschen was machen für die Einrichtung. So. Guter Platz. Klatter. Da hat man ein bisschen was rein da. Wie einer meiner Lieblingsmods inzwischen. Do yourself. Ja, weil da was so richtig schön kleine, aber feine Sachen platzieren kann. Das Ganze aufwerten kann. Geht richtig schnell und ist effektiv. Schaut gut aus. Ja, und die Häuser, die schaut doch wirklich immersiv aus. Ich habe das nochmal gut gelöst. Das Konzept quasi von dieser Siedlung übernommen und also ähnlich wie die Abernathy Farm, nur noch gammeliger.
Die Armen. Ja, das ist halt hier. Ja. Das ist ja kein Zuckerschlecken, das ist das Commonwealth und das ist das. Der äußerste Rand des bewohnten Gebietes von uns jetzt gesehen und dementsprechend ist es ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes rustikal. So, kann man dann rechnen. Ja, diese Shack Walls sind eine Katastrophe. Sie schauen super aus, weil sie realistisch sind, dreidimensional sind, also nicht nur eine dünne Wand, sondern auch diese Verstrebungen haben und asymmetrisch und alles, aber da was an der Wand zu platzieren, ohne dass es überall klippt, ist fast unmöglich. Am ehesten noch da irgendwo, gell? Ja, na. Macht nicht wirklich Sinn. Ja, dann nicht. Vielleicht fällt uns noch was ein, was wir noch machen können, interieurtechnisch. Ansonsten ist das halt ein sehr spartanischer Schuppen. Nein, wir können uns draußen wenigstens hier austoben. Haben wir eine Veranda. Bevor wir die Veranda machen, machen wir mal die Farm, Leute. Ich habe extra schon ein Farmfeld hier vorbereitet, quasi so einen Dirt-Farm-Plot, damit das quasi ein bisschen optisch, ein bisschen ansprechender ausschaut, weil da drüben diesen Mod, den ich installiert habe, eben das Gras ist so hoch und dicht, dass es das eigentlich irgendwie nicht nach Farm ausschaut. Dementsprechend, wenn wir uns da hier Essen anpflanzen. Mais, Rootfruits. Ich würde sagen Mais fast. So, dann können wir quasi hier eine schöne Reihe Mais machen. Die kann man auch richtig dicht platzieren. Schaut aus wie ein Maisfeld da. Ne? Und Moment mal, da ist irgendwie. Upsi. Moment. Das ist nicht gut. Okay, das ist das zu hoch, da mal ein Kollisionsmesh von diesem Teil. Moment. Dann wird ein bisschen zu weit. Ja, jetzt geht's. Ja. Schaut immer noch ein bisschen überwachsen aus, aber das ist okay, wenn ein bisschen Unkraut wächst, etc. Sehr logisch, aber. Genau, jetzt kann man da drauf laufen, weil das quasi ein Kollisionsmesh hat und dann können wir nicht drüber laufen. Die NPCs bleiben dann genauso hängen. Oder sie spawnen dann einfach drauf, das ist auch blöd. Wichtig ist mal den Mais. Nein, nicht einlagern. Runterholen. Und schwebt da. Ja, können wir so ein paar Maisstauden, ich glaube Stauden wäre ein korrekter Ausdruck, setzen. Schön in Reihe und Glied. Ja, dann haben wir da entsprechend eine Agrar-Output. Ein Siedler kann er maximal 6 Nahrung produzieren, 2 verbraucht er selber. Das heißt, da können wir ruhig ein bisschen was platzieren, weil ja, wenn da dann 6 Leute wohnen, brauchen die 12 Essen. Hey, ihr schwebt's, glaube ich, oder? Ja, die schweben. Kann aber auch ein bisschen täuschen optisch, weil das. Nehmen wir jetzt drum Pflanze, ne? So. Dann haben wir noch eine Reihe. Wenn man jetzt richtig platziert, 3, 4, 5, ja, also ungefähr 20 haben wir jetzt platziert, ne? 20, das heißt, es ist 10 Nahrung. Müsste das sein? Ungefähr. Testen wir es mal aus. Wir werden mal diese ganzen Tato-Pflanzen hier mal einlagern. Weil die produzieren wir eh mehr als genug. Die Tato-Früchte. Auf der Abernathy Farm und in Sanctuary. Wir können noch immer welche dazu platzieren, aber ich möchte es mal hier weg haben, weil das ist jetzt wieder das Gras da. Das ist hier so hoch und ruppig, dass es das eigentlich nicht einmal gut ausschaut. Also das Gras schaut super aus oder das Gebüsch, aber das Feld macht da einfach keinen Sinn. Das ist. Müsste mal den Mod-Autor fragen, ob der noch aktiv ist, um es da Möglichkeiten gibt, bei den Siedlungen das zu reduzieren oder wegzunehmen. Das wäre genial. Bin mir nicht sicher, wie das vom Modding her funktioniert. Wie das im Game gelöst ist. Spannende Frage, ja. So, da haben wir noch eine.
Okay, ich glaube, wir haben alle weggenommen. So, Essen 0. Gut, dann nehmen wir mal sie und weisen sie auf die Maisplantage hierzu. Und dann geht das Essen wieder rauf. Ich müsste jetzt auf 6 raufgehen. Okay, und dann haben wir noch mehr Siedler. Wo sind die? War jemand zu Hause? Nein. Da oben ist die Wache, das ist ja okay. Da hinten haben wir Leute. So, du wirst auch zugewiesen für die Nahrungsmittelproduktion. Wuppdiwupp. Du müsstest auf 12 raufgehen, aber ich habe so ein paar Paletten schon hergelegt. Doch, ästhetisch nicht schlecht aus, weil ich sie da quasi da Holzpaletten gestapelt haben. Die kann man auch zum Bau verwenden, weil schon auch so ganz gut aus der Staffage. 11? Okay. Dann gehe ich davon aus, dass wir noch mehr Mais platzieren können. Ja, die müssten uns eigentlich auslassen. Kein Problem. Ein bisschen was können wir noch reinquetschen. Also ich will nicht die Reihen dichter machen, aber wir können die Reihe selber vielleicht dann noch... Ja, da können wir noch ein bisschen nach draußen ziehen. Da ein bisschen verlängern. Ups, quasi. Schon genau an der Baugrenze. Ja, ja genau, jetzt haben wir 12. Klar, okay. Gut, wir sind also ein bisschen über 12. Mit diesem Feld, also die zwei sind da vollends beschäftigt. Den Typen können wir auch zur Verteidigung zuweisen. Und da können wir noch Leute herschicken im Prinzip. Wir haben jetzt 6 Bettenschutz, 8, das ist noch nicht viel, aber wir haben auch den Typen im Power Armor. Wir müssen nur irgendwie eine Verteidigungsposition zuweisen. Mhm. Machen wir mal die Veranda fertig, da wollten wir jetzt was machen. Möbel, Appliances. Der extra so eine schöne Veranda gebaut. Da uns einen Tisch herstellen können. Wir bräuchten diese Gartenmöbel. Ja, genau. Genau, das passt perfekt. Ist auch so stabil mit einem Vierbeiner. Weil das ist ein extrem unebener Untergrund. Jetzt haben wir die Holzplatten. Das gefällt mir. Das ist richtig rustikal. Provisorisch. Und da passt auch dieses Teil ja perfekt. So, jetzt bräuchte man nur noch diese Gartensessel. Die gibt es ja auch im Moment. Ja, genau. Na, nicht Clean Chairs, sondern die schmutzigen, aber die schmutzige Variante von denen. Ja, die hier. Na? Das ist doch mal eine gut genutzte Veranda, oder? So. Okay. Dann können wir noch ein bisschen Beleuchtung brauchen. Light Ceiling, eigentlich nicht elektrisch, aber wo sind die nicht elektrischen Beleuchtungen, Dekorationen, Lights. Ja, Leute, die haben dabei noch keinen Strom hier. Die müssen damit rudimentären Beleuchtungselementen auskommen. Die könnten wir da oben hinstellen. So. Alles ist Holz gebaut und Öllampen. Was kann schon schief gehen, ne? Ja, aber du wisst es. Die haben da überall Öllampen. Können wir uns dann später darum kümmern, dass sie vielleicht mal Strom kriegen. Aber dabei bin ich eigentlich recht happy, dass sie keinen Strom haben. Das Ganze wirklich Glück und viel beibehalten. Und ja, es wird schon wieder finster. Verflext! Ich habe noch gerade angefangen. Okay. So, also wir haben die Veranda schon ein bisschen hergerichtet, das Haus, also die Häuser müssen wir noch ein bisschen, ja, da können wir noch was machen, aber das schaut schon recht gut aus. 6 Betten, das heißt wir können auch 2 Leute herschicken, aber trotzdem die Häuser sehr kompakt, wir haben jetzt auch jede Menge Bauplatz, haben wir jede Menge. Das im Wasser aus, haben wir auch 6, das ist okay-ish, würde ich mal sagen. Wir können übrigens eine Strom-Wasserproduktion machen ohne Strom. Sollen wir das machen? Wir können eine Handpumpe lassen. Ich überlege mir gerade, wo wir die hinplatzieren können, weil das ist Gras, das ist wirklich manchmal nervig.
Also von der Logik her, da vielleicht irgendwo her. Nein, nicht einlagern. Passt schon. Ich möchte es danach. Ah, du bist auch wieder so eine. Nein, ich lasse mich nicht platzieren. Nein, ich lasse mich nicht platzieren. Nein, das, ich lasse mich nur. Okay. Place everywhere. Muss ich auch testen, ob das funktioniert mit den Nahlen, aber theoretisch ja. Okay, weißt du was? Du darfst da bleiben. Ja? Das ist so blöd. Ich möchte was anderes zeigen. Ich bin mir nicht sicher, unter welchem Mod das ist. Schauen wir mal. Ja, da gibt es einen Water Tower. Der braucht 25 Strom, produziert 25 Wasser. Geiles Teil, ne? Da braucht man eine Menge Strom dafür. Gibt es aber noch was. Noch einen Mod. Den muss ich nur finden. Ja, und zwar, wie heißt der? Ich weiß nicht mal genau, wie er heißt. Aber wir wissen es gleich. Moment. Möbel, glaube ich, ist der drunter. Nein. Okay. Dekorationen. Nein. Schutz, Ressourcen. Ein einheitliches Mod-Menü wäre wirklich wichtig. Ich bin mir nicht sicher, ob es eins für all das gibt, was wir jetzt installiert haben. Bin mir nicht sicher. Gibt es auf jeden Fall jede Menge Scavenging Stations, die sind auch extrem spannend. Wir müssen uns auch einmal damit näher beschäftigen. Aber hallo. Nein, das ist es auf jeden Fall nicht. Herstellung. Okay. Okay. Ja. Wem ist schon schwindelig? Mir ist es auf jeden Fall. Wo ist du? Lass mich nochmal kurz schauen. Na, ich finde es jetzt leider gerade nicht. Ich bin sicher, dass ich es übersehen habe. Ja, da ist es. Woody's Wasteland Stuff. Woody ist auch ein Mod-Otter. Und schaut mal. Oh, der hat... Port Screen Door, Shack Door. Moment. Okay, Punkt 1. Wir platzieren das schnell, weil sonst finde ich es wieder nicht. Oh, schau dir das an. Oh, wie geil ist das denn? Ja. Super. Das kennen wir noch gar nicht. Ein Traum. Schau dir das an. Die ganzen Check-Windows und alles. Das ist perfekt für das, was wir hier bauen. Ja, aber hallo. Jetzt hör aber auf. Das ist genau das, was ich meine. Oh. Yes! Yes! Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wie viel Wochen spielen wir jetzt schon? Ich weiß es nicht, aber wir haben lang gespielt. Das habe ich aber gesehen. Warte mal, eine Windmühle, die Wasser produziert. Na, ist das rustikal genug? Ja. Eine Windmühle, die Wasser produziert. So, wir gehen aber schnell pennen, weil das ist stockduster. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal in Ruhe an, am Tag. Woody's Wasteland Stuff. Wir haben uns noch nicht mal den ganzen Mod angeschaut. Ich habe nur dieses Windrad schon mal irgendwo beim Durchscrollen mal kurz gesehen. Ah, pennen wir noch ein bisschen weiter. Nicht hell genug. So. Ja, das ist besser, oder? Und die ist sogar animiert. Geil ist das denn. So, wir holen uns mal das Wasser direkt von der Pumpe. Können wir ja quasi da auch trinken. Ich möchte unsere Wasservorräte verbrauchen. Wir haben zwar genug, aber naja, ihr wisst ja. Wir müssen da haushalten mit den Ressourcen. Okay, passt. Was gibt's zum Frühstück? Mut und Handjobs? Nein, die heben sich auf. Wie wär's mit einem Omelette? Meierlock Omelette. Zwei Meierlocks Omelettes? Jawohl. Perfekt. Okay. Ja, das gefällt mir auch ganz gut, vor allem diese kleine Einfriedung. Ich bin mir nicht sicher, ob es da einen Mod dafür gibt, für diese Steinmauer. Müsste ich gerade mal recherchieren.
Das wird mir auch gefallen, dass man sowas quasi bauen kann. Dass man quasi, das ist bestehend, dass man quasi da jetzt entsprechend das Feld da reingemacht hat. Da könnte man dann daneben noch ein Feld her machen oder noch ein Haus herstellen. Ein kleines. Aber das schauen wir dann. So, ich wollte diese Tür einsetzen und dann, weil die Tür schaut doch wirklich super aus. Bin mir nicht sicher, ob die passt. Vom Format. Probieren wir es einmal. Halt nicht das, die Tür, ja. Komm mal her da. Tür. Oder wisst ihr was? Lagern wir einfach mal ein. Schauen einfach mal. Na, und wie die passt. Schaut ja echt geil aus. Super. Ja, wir müssen sie nur umdrehen. Wobei es kann sein, dass der da nicht so cool ausschaut, wie die mit dem Stoppschild und so weiter. Ja, genau. Na, das muss schon so sein. Okay. Ja, ist auch okay, wenn es nach innen aufgeht. Stört mich nicht. Wir müssen nur das Bett ein bisschen nach hinten schieben, sonst klippt das durch die Tür da durch, gell? Ja, so geht's. Passt schon. Übrigens, Kotze hat wieder seinen Bowler auf. Ich habe einen Bowler gefunden. Okay. Und ja, jetzt haben wir da eine Wasserproduktion mit dem Windrad. Und das Teil können wir ja entweder da herstellen oder woanders. Das ist egal. Wo wir möchten. Vielleicht, ich würde es nicht da herstellen. Ich würde es vielleicht daher quetschen. Ja, dann nehmen wir das Haus da so her. Nehmen wir mal die Paletten. Moment. Oh, nehmen wir mal die Paletten da weg, die ich daher geschlichtet habe. Die wollte ich mir nachher später noch verbauen. Die unterste. Nein, da noch eine drunter. Die hier. Da kann ich den ganzen Stapel nehmen. Die habe ich extra mal so hergeschlichtet, weil das auch irgendwie, ja, cool ausschaut. Quasi, wenn die Siedler da Baumaterial gelagert hätten. Dann wir die später auch wirklich verbauen können. Ich würde das Teil vielleicht mal hier herstellen. Da könnte man diesen Platz da ausnutzen. Ah. Wenn du herpasst. Du passt her, aber irgendwie irgendwas. Ja, da, Moment. Haben wir einen Punkt, Thomas? Okay. Dann probiere ich es noch. Da. Nein, nicht einlagern. Ja, aber dann rücken wir. Genau, rücken wir es einfach ein bisschen rüber. Kann ich das so machen? Ja, oh ja, Moment. Da war irgendwo ein Punkt, aber ich kann es auch mit der Modpause rüberschieben, ist klar, ja. Weil die passt ja perfekt, ja, vom Look and Feel. Eben auch kein Strom, dementsprechend müssen wir das mit Wind machen, ne, mit Windenergie. Entsprechend Wasser gewinnen und vielleicht, wenn wir sie ein bisschen woanders hinstellen, aber von der Idee her. Schauen wir uns das einmal an. Ah, jetzt auf einmal. Ah, jetzt auf einmal. Okay. No comment. Na gut. Jetzt haben wir sie genau da, wo wir sie haben wollten. Nämlich nicht so ganz am Rand da. Und jetzt werde ich das Teil noch ein bisschen nach oben holen, weil sie ein bisschen im Dreck steckt. Deswegen hat sie also dieses Fundament. Genau, so schaut es gut aus. Und ja, ich glaube, wir haben das ein bisschen eingeengt hier alles, gell? Machen wir mal die Pumpe da ein bisschen weiter weg. Muss da ein bisschen weiter rüber und tun es vielleicht nur 5 raus, weil sonst bleibe ich da selber stecken. Das ist auch nicht gut für die NPCs. Ja, so geht's auch. So können wir quasi über die Dielen laufen, ohne dass wir hängen bleiben. Okay, ja. Ist vielleicht ein bisschen gedrängt jetzt, aber das können wir noch überlegen. Von der Idee her haben wir jetzt auf einmal mehr als genug Wasser. Das schaut wirklich vom Style nach was aus. Woody's Wasteland Stuff. Eben so richtig rustikal, was der da gemacht hat. Also perfekt für unseren Zweck hier. So, die Veranda haben wir jetzt einmal ein bisschen eingerichtet. Wir haben die Häuser ein bisschen eingerichtet. Da müssten wir eigentlich noch mehr machen, aber das ist einmal ein Anfang. Was haben wir da noch? Ein Shack Floor irgendwo rumliegen. Warum habe ich da einen Shack Floor rumliegen? Ich glaube, den wollte ich auch noch irgendwo verbauen.
habe ich dann vergessen. In dem ganzen Chaos hier, lauter Gras sehe ich nichts mehr. Wisst ihr was, dann lagern wir ein. Das bauen wir nämlich immer auch einen Tipp, wenn da so viele Mods installiert wie ich. Einfach Sachen mal rausbauen, die ihr verwenden möchtet und das Ganze quasi wie ein Puzzle zusammensetzen. So ungefähr fange ich auch immer an zu bauen. Und dann kommen eigentlich recht coole Sachen dabei raus. Okay. Ich würde sagen, wir werden jetzt noch was für die Verteidigung machen. Und zwar braucht man Wachposten. Wir können einfach irgendeine Matte herlegen. Das ist nämlich kein wirklicher Wachposten, das ist nämlich für den Power-Armor-Typen. Weil der wandert dann rum, das ist leider in dem Mod so. So Stacheldrahtverhauer könnte man dann auch platzieren, quasi um die Siedlung rum. Das könnte hier ganz gut ausschauen. Da haben wir solche Guardmatten, genau. Das produziert nur zwei, das ist fast ein bisschen wenig. Das ist ein Typ mit Power Armor. Pff, okay. Das schaut aber cool aus. Das würde hier auch richtig gut herpassen, weil das ist so Baumstämme, aus Baumstämmen gebaut ist, hinter Sandsäcken. Nicht schlecht. Defensive Barrier. Wir werden das anders lösen. Und Moment mal. Oh. Einen Sessel-Guard-Posten. Das ist auch cool. Guardhouse. Hallo. Na, ist das cool, so mit integrierten Plattformen für die Türme? Okay. Das müssen wir auch unbedingt hier verbauen. Aber nicht jetzt. Boah. What the actual. Hey, das ist ja urgeil gelöst. Die Textur schaut ein bisschen übel aus, aber der Rest. Ich will schon wieder meckern. Ja, ich weiß. Aber von der Idee her kann man so richtig in den Boden setzen. Na, wir werden das anders lösen. Und zwar haben wir diese Matten vom. Wo haben wir die? Und da Möbel und dann haben wir da Do-It-Yourself, nein, Invisible Markers, genau, Guard Markers. Der war auch nur zwei Punkte. Ja, ist okay, wenn das so ist. Ich weiß, man kann es irgendwie hochstellen, aber das Problem ist, dann stellen wir es für alle hoch. Und das möchte ich auch nicht, na dann machen wir das anders. Keine Fallen. Dann machen wir doch einen Wachposten. Weil der Power Armor Typ, der wandert sowieso mal dumm. Wo haben wir eine möglichst passende? Wenn wir es mal auch machen könnten, wir könnten das ersetzen. Wie viele Polizisten du? Du Dingsbums da. Nicht mehr anwählbar, warum auch immer. Interessant. Okay. Na, dann legen wir einfach eine Matte her und ist gut ist. Macht nicht zu kompliziert. Also sie haben genug. Na, sag gar nichts, sie haben nicht genug Verteidigung. Das ist es ja. Produzieren da jetzt relativ viel Essen. Und dementsprechend. Mich wundert nur, dass ich das da jetzt nicht anwählen kann, den Turm da. Der ist irgendwie. Ich meine, der ist okay fürs Erste jetzt, ja, aber. Machen wir mal eine Gartenmatte, bevor ich mich da jetzt wieder in Details verliere. Und zwar werden wir die einmal. Ja, wir könnten sie mal hierher. Könnten das ja quasi so mit einer Essensbox machen. Das quasi mal hier herlegen. So, schauen wir mal. Schutz 8. Geht das rauf, wenn ich den dazu weiß? Okay. Ja. Okay. Und der Typ. Ja, doch eine Crew Blowback. Und einen abgegradeten, also zumindest einen reparierten T45 Power Armor, also der Typ ist, ja, der zählt ja natürlich für drei oder vier Siedler auf einmal mit der Rüstung. Okay.
Na, ich würde sagen, ich bin schon mal sehr zufrieden mit dem Look and Feel. Wir könnten hier draußen was für die Optik machen. Seht ihr das? Da haben wir eine richtig schöne Wand. Da können wir richtig mal Motivationsposter herhängen, ha? Wie wäre das? Möglichkeit etwas, was keinen Strom. Nein, was keinen Strom braucht, meine ich. Ich meine, wo die Minuteman-Propaganda-Poster wären, die wären jetzt hier optimal. Da haben wir eins gefunden. Na, aber bitte. Ja, was für Sorge. So. Da haben wir eine schöne Wand und dann können wir schauen, entsprechend, wo wir noch. Was wir noch alles machen an Equip. Wir sollten auf jeden Fall den Schutzfaktor noch anheben, weil 12 Essen, 16 Wasser, das ist relativ viel für 10 Schutz. Das heißt, ja, wir werden eventuell noch ein, was mit der Guard Tower machen. Warum der jetzt nicht anwählbar ist, weiß ich nicht. Vielleicht, weil er zugewiesen ist. Spannende Frage. Aber der ist okay, der ist eigentlich optimal vom Look and Feel. Was wir machen könnten. Wir weisen den mal woanders zu. Und schauen, wie viel Guard-Faktor der hat. Wenn wir jetzt 10. Was passiert, wenn wir den jetzt da zuweisen? Ja, der gibt 8. Ja. Der Turm gibt 8. Okay. Ja, jetzt kann ich ihn anwählen. Okay, weil er zugewiesen war. Sure. Okay, ja, dann werden wir sehen. Ich werde noch schauen, vielleicht fehlt noch was anderes, ein anderes Objekt, was mehr Schutzfaktor gibt als 2. Aber ist im Prinzip auch okay. Wir können dann noch im Prinzip Türme herbauen. Wir könnten eine Windmühle herstellen, da könnte man Strom produzieren, aber von den Türmen her sind wir ein bisschen eingeschränkt, weil wir ohne Strom natürlich nur sowas herstellen können. So einen MG-Turm müssen wir mal schauen, wo wir den hin tun. Vom Schussfeld vor allem, das ist ein bisschen ein Problem, aber ich glaube, ich weiß, was wir machen, Leute. Wir werden den wegnehmen. Ups, Verzeihung. Und den anderen hin tun. Nochmal raussuchen, wo der war. Da, das Teil da. Hast du eigentlich einen Stiegenaufgang? Wie kommt man da oben rauf? Eine spannende Frage. Ich glaube, ich selber eine Stiege raufbauen. Wenn wir da unten ist, hohl. Kann man was machen? Kann man eine. Ich würde das überhaupt anders lösen. Jetzt hier war's, bauen wir es gleich gescheit. Haha, ja. Jetzt haben wir angefangen, jetzt haben wir was verändert, jetzt müssen wir es ordentlich machen. Und zwar brauchen wir ein Fundament. Und dann können wir den Raum drunter nämlich vernünftig nutzen. Ja, wir könnten sowas da machen. Wir könnten sowas drunter stellen. Hast du einen Fußboden? Nein, du hast eh keinen Fußboden. Perfekt, dann bauen wir das da. Perfekt. Kann ich den Busch wegreißen eigentlich? Vielleicht, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Du musst raus aus dem Busch. Das ist einfacher. Brauchen wir es nicht mitten in den Busch reinbauen. So, ne? Stellen wir das Teil da drauf. Oh, das snappt sogar auf der Seite. Es ist gut, dass du snappst, aber ich würde dich ganz gerne andersrum haben und vor allem da drauf haben. Ja, so. Genau. Dann haben wir einen Fußboden drunter. Genau. Jetzt können wir noch ein bisschen zurück. So. Und nutzen das eigentlich richtig gut aus und haben drunter noch sogar noch am Platz, wo wir dann quasi einen Schlafkoje machen können für eine Wache oder was, ne? Oder einen Aufenthaltsraum, Ready Room, ne? Ich meine, klar, Box nicht die ganze Zeit da oben stehen. Ich war selber mal bei Bundeswehr Wache. Alter Schwede. Im Winter im Burgenland. Not funny. So. Okay. Ja, das schaut wirklich nach was aus.
Und wie kommen wir jetzt darauf, Dude? Naja, also ich habe mal gedacht, da gibt es irgendwie so vom Woody's Wasteland Stuff, da haben wir jetzt gerade was gesehen, mal wieder finden, wo ist der wieder, Woody's? Ah, wo warst du, Woody? War das unter Strukturen? Ja. Der hat nämlich so eine coole Stiege. Nicht Furniture muss man auch anschauen. Oh, ein Wasserrad. Zwei Wasserräder. Okay, der Typ ist ein Genie. Wie geil ist das denn? Ja, sowas da. Ja, aber hallo. Noch irgendwelche Fragen? Nochmal andere, von der anderen Richtung? Ja, perfekt. So herum ist besser. Ja, ich möchte es noch nicht so snappen, ich möchte es so snappen. Okay, Moment, tun wir mal das da vielleicht weg, vielleicht stört das. Weil das wäre genau das Richtige. Und ja, wir haben einfach ein bisschen einen Felsen im Weg. Ich möchte noch ein bisschen spielen, denke ich. Es gibt eine Lösung. Es gibt natürlich immer eine Lösung. Wir können einfach eine Plattform dranhängen. Schade, dass wir die vorhin jetzt gescrapped haben, die eine. Die, genau, sowas können. Ja, nein, nicht die große, sondern die kleine. Da gibt es auch eine kleine Variante davon. Wir machen es einfach mal so mit dem Teil da. Okay, wir müssen noch nach wie vor nicht snappen. Weil der Höhenunterschied da ein bisschen ein Problem ist. Es geht. Das ist ein bisschen jetzt eine Spielerei, aber im Prinzip wir können es so herstellen. Wo müssen wir oben rauf? Ist eigentlich egal. Und wir müssen eigentlich, Moment einmal. Moment einmal! Dude, wir müssen noch wesentlich weiter rauf. Schauen, wo wir rauf müssen. Dude! Ernsthaft, Dude, 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 Dude. Okay, ja, ja, na, eins nach dem anderen. Das habe ich mir so gedacht. Ja, da können wir das mit der Z-Koordinate einfach runterdrücken. Ja. Und dann machen wir noch eine extra Leiter rauf. Weil sonst können wir den Höhenunterschied eh nicht ausgleichen. Dann senken wir das einfach richtig weit ab. Ja, circa so. Bleib bitte. Nein. Warum auch? Ah, okay. Minus 50. 60. Minus 70. Okay, also falls es nochmal nicht... Ja, falls es sich nochmal merkt, einfach minus 70. Und dann müsste ich eigentlich nur irgendwas hin snappen, damit er nicht weg kann. Wir fixieren es quasi. Ja, da war was. Nein, nicht du. Okay, ich probiere es nochmal. Ja, jetzt bleibt er. Okay. Das gehört eher ein bisschen weiter rauf. 5. Nein. Du, 5. Ja, da müssen wir auch noch eine Rampe machen. Ja, jetzt ist besser. Und dann, wie kommt man darauf, Dude? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist verflucht hoch. Das ist verflucht hoch. Im Prinzip müssen wir das so machen. Eigentlich eine Verlängerung, ja. Aber das ist beknackt. Ah, da werden wir noch was überlegen, wie wir das lösen. Vielleicht stellen wir das Teil auch woanders hin, weil das ist wirklich, das ist verdammt viel Höhenunterschied. Wir müssen jetzt erst den Höhenunterschied ausgleichen und dann den anderen. Also in dem Sinne, ja. Werde ich mir dann noch was überlegen, Leute, wie ich das platziere. Das ist nämlich gar nicht so leicht, weil wir haben wirklich hier viele Meter. Also das ist ja schon mehr als ein Meter, was wir da ausgleichen müssen durch diesen Terrainabfall. Und dann werden wir schauen, wie wir das noch besser platzieren. Aber das werde ich mir jetzt auch ein bisschen mich damit beschäftigen und euch dann die Lösung präsentieren, weil das ist jetzt eine Fitzelei. Das sehe ich jetzt schon. Das ging auf die Schnelle jetzt nicht gebacken. Aber gut, Leute, ich hoffe, dieses Siedlungsbauprojekt hat euch nochmal gefallen. Wenn ja, hinterlasst noch ein Like und subscribe den Channel, wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht. Morgen, denke ich, werden wir mal wieder ein bisschen was questen. Jetzt haben wir wieder zwei, drei Episoden uns mit dem Bau beschäftigt. Wir machen immer ein bisschen Abwechslung, einmal dies, einmal das. Hoffe, ihr seid wieder dabei. Morgen zu einer neuen Episode Fallout 4 Modern Survival auf Gogarte Gaming. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.